Herzlich willkommen zur nächsten Folge Shellshock Live mit Max. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, da geht es direkt los. Oh, wir beide gegen Hi, I'm Billy, Billy Buck und Robbie Allen. Ich habe die Ghostlets, aber die anderen beiden fangen an. Wir haben wahrscheinlich Teamschuss an, wa? Du kannst aber deine Waffenlevel auswählen, das ist ganz geil. Oh, stimmt, ich könnte auch die Ghostbomb nehmen. Oh, ist das auch unter Mods eingestellt worden? Ja. Okay. Nein, das ist eine andere Einstellung. Alright. Soll ich uns mal aus der Kuhle rausholen, oder? Egal. Supercat oder Kittens? Ich mach, glaube ich, erstmal Ghostlets. Und dann habe ich vielleicht eine Kurve. Außer die hauen uns hier voll runter. Oh, die war scheiße. Ja, der war schon mal ganz gut. Haben wir eine Rückwand. Okay, ich muss viel mehr machen, das habe ich gerade gar nicht gut eingeschätzt, aber ich habe also den noch. Also ich habe 179 habe ich. Probier mal 75. Wie? Ja, 100 Stärke und 79 Grad habe ich verwendet. Wenn du mal 75 Grad oder wo so. Sieht man denn das? Fallen die da unten schon unter deinem Panzer, wenn du. Ach, da. Oh, lol. Ja, okay, sehe ich jetzt erst. Was meinst du? Ernst? Was meinst du? 100 ungefähr 75. Ja, es geht jetzt nicht. Ich mach's. So. Nein, ja, nein. Okay, die Ghostlets sind auch scheiße. Du hast dieser Coole raus. Ich mach Dead Riser, da treffe ich wenigstens. Ich fahre gleich weiter nach links. Ah, die haben uns bisher ganz gut im Griff. Nein, hätte die Snake nicht weggehen können? Jetzt bin ich schon down. Oh, das ist blöd gelaufen. Ja, da habe ich die ersten. Mega Earthquake, yay. Yeah. Ich habe die ersten Waffen einfach verkackt, das war unnötig. Schon fast spielentscheidend, möchte man meinen. Jetzt haben sie beide versemmelt. Ach nee. Was ich ganz cool fände, wenn ich. Also. Wäre ich zum Schuss gekommen, ich hätte zwischen Dead Weight und Dead Riser auswählen können, wegen den, was du meintest, mit dem mit der Stufe auswählen. Das ist echt hilfreich. Und Double Damage durch. Ja, und drauf. Wow, Upsala. Echt. Fast weit. Fast genau in die Lücke. Aber 71 Damage. Ja, das ist nice. Eine Runde könntest du noch überleben, wa? Ja, aber nicht länger. Nee. Ja, so true, I'm not going. Oh, er hat's angekündigt mit Flame. Aber es reicht nicht. 13 HP. Oh, die kommen wieder. So, Robbie Allen kriegst du noch. Was hast du noch Schönes? Max, was hast du im Gepäck? Verlege. Übrigens, ich hoffe, liebe Zuschauer, der Sound ist richtig. Ansonsten schreibt es in die Kommentare. Spielsound lauter, Max lauter, ich lauter. Was auch immer. Oh, die Zeit läuft. Ja, ich überlege. Da oben ist ein lilanes Teil, ne? Gerade deswegen überlege ich. Oh, und? Oh. Ich mag die Waffe immer noch nicht. Mag die. Drift macht sich schade, das ist gut. Ja. What? Ach, Leute, er hat einfach Earthquake gezündet, wa? Ja. Aber die hätte voll gesessen. Na gut. Ja, die haben die ersten Schüsse gut gelandet. Und die Oberhand gewonnen. Wow, ich habe 2 Punkte Damage. Oh, wow. 222, na gut. HP 300 oder 400 wäre mal gut. Dann kann man auch die Waffen, die man hat, mal anwenden. Aber von den Leveln her war es ja auch gut aufgeteilt eigentlich. Wobei eigentlich von den Leveln her müsstest du mit Robbie Allen zusammenspielen und ich mit Hi, I'm Billy, Billy Buck. Hi, I'm Billy, Billy Buck. I'm silly, silly suck. Ich hoffe übrigens auch, dass ich nicht übersteuere. Das werde ich mir ganz gründlich anhören nach der Aufnahme. Da ich den Gain-Regler hoch habe. Also gefällt's mir auch. Ja, toll.
die beiden Low-Leveler hier zusammen. Oh, ich hab den Dolch. Er bringt's natürlich hart jetzt. Weißt du, welche Waffe ich habe? Earthquake. Ne, Pinata. Oh, die wird gut. Beide treffen, oder? Yo. Den kriege ich. Wow. Aber bisher nur Armor weg, das ist das Gute. Ich kann das gerade überhaupt nicht einschätzen. Ich wette, ich treffe die Lücke. Easy. Wow! Was? Glück gehabt. Oh, und dich noch. Vielleicht kommt die Phyton, wenn der sich nicht bewegt. Oh oh. Und die kriege ich. Ja. Okay, einer. Oh oh. Nicht so toll. So, das muss eigentlich ein weniger, so. Der andere hat den Roller, der explodiert doch. Ja, mit Double Damage, 80. Komm zurück. Wow, nur die ersten Hits wirklich. Das hätte viel mehr sein können. Das war die Phyton. Schade. Aber ich bin jetzt natürlich auch voll in eurer Kurve. Oh, die Portal Gun. Oh oh. Ah. Ich muss aus der Kuhle raus unbedingt. Ja, wär schlau. Los, Robbie. Backroller. Oh, fuck. Ja, trifft er noch? Ja. Schöne 30 Damage. So, ihr geht aber auch schön auf mich, weißt du? Schöne Reihe nach. Wir müssen eigentlich hier Billy Buck mal down machen. Der hätte eben die 40 schlucken können. Das hätte uns mehr gebracht. Robbie Allen. Oh oh. Ey. Die Runde habe ich aber Glück gehabt. Echt jetzt? Warum kommen denn jetzt die Portale? Ah, es müsste so gehen. Wobei, Robbie Allen hat natürlich auch eine geile Position, muss man sagen. Ja. Das hätten wir eben gebraucht, den Runde. Aber ich hoffe jetzt, dass ich meinen Regenbogen gleich treffe. Mega, Rainbow. Ja. Und? Boom. Da, 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 da. Ich glaube, ich bin der Einzige, der dem Schaden gemacht hat bisher. Wobei, ein bisschen was hat er ja auch gemacht. Was war denn Carpet Bomb? Ach ja. Ja, die könnte den zu Ende hitten. Oder das hier, wenn die Kurve bleibt. Je nachdem, was sie jetzt mit mir anstellt. Da bin ich ja mal echt gespannt. Ich hoffe, wir gewinnen das jetzt. Wenn ich überlebe. Nein, nicht das abkriegen. Ja! Glück, Alter. Ernsthaft? Egal. Ja, geil. Er ist trotzdem down, warte. Sein. Ist er nicht. Warum habe ich keinen Backroller? Das ist ja mal mega low jetzt, ey. Jetzt werde ich 100% das Portal treffen. Ja, ja, ja. Roll weiter, das reicht nicht. Ja! Ei, ei, ei. Das war aber sehr knapp. Da hatte der aber auch erst Glück. Ich meine, hat ihm ja jetzt letztendlich nicht gereicht, aber... wenn du mich jetzt down machst, dann ist das natürlich ein schöner Zweikampf zwischen euch. Oh, verpiss dich! Oh, oh, oh. Oh, einer, okay. So ein Rotzding. Ja, jetzt habe ich das nächste Portal. Oh, keine so wirklich guten Sachen mehr, das nervt mich ein bisschen. Jetzt habe ich das nächste Portal vor mir. Was haben wir denn jetzt noch? Ja, hier, die hat doch große Fläche, oder? Könnte zu weit sein. Los, Robbie. Einmal bitte einloggen. Ja. Yeah. Hau raus, da Double Damage. Wow. 98. Wow. Alter. Seid ihr da von uns einmal gewonnen, ne?
Ach nee. 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 Guck mal, das ist so lächerlich. Robbie Allen im Siegerteam und hat 39 Punkte. Okay, er hat jetzt auch gefühlt nicht so viel gemacht. So, jetzt haben wir hier den Screen drauf. Mit noch nicht Level Up, aber Challenge Complete und sowas alles. Irgendwann haben wir auch noch den Level Up Bildschirm mal hier auf der Aufnahme. Irgendwann haben wir auch, oder wir hatten schon, den neue Waffe freigeschaltet Bildschirm. Ich muss mal ganz kurz übersteuern, um das mal auszutesten, wann mein Audio-Interface piept. Ah! Okay, das ist zu laut. Hast du irgendwas gehört von wegen übersteuern oder so, oder war das okay? Nee, eigentlich nicht. Okay, sehr gut. Ich höre mir auch die komplette Folge nochmal an, um vielleicht noch ein bisschen was zu verbessern. Auf jeden Fall würde ich sagen, Click or Kick. So. Und der geht. Ich würde sagen, warten wir noch kurz. Ich guck mal auf meinen Tank, sag mal, wenn einer nachjoint. Ja. Was gibt's denn als nächstes? Ich krieg den Baby Seagull, das Schrapnell, den Penetrator, den Jammer, Chunklet, Bouncy Ball, die Minions, Battering Ram, Asteroide, dann kommt die Map Moted. Und so geht das weiter. Oh, da kommt die Nuke ab Level 80. Was heißt Fragezeichen? Gibt nichts oder gibt zufällig? Hab keine Ahnung. Jackpot und Sunflower. Was ist das? Sunflower kenne ich, glaube ich. Ist da. Was ist den Jackpot? Hat er auch bestätigt? Da. Ah, sehr gut. Ah. Giblet. Ich will nicht mit ihm ins Team. Nicht Level 23. Ah, sehr ah, schön. Ah, komm, dann machen wir das jetzt mal vernünftig. Also, ich. womit fangen wir an? Sprouter, das ist gut zum Wählen. Aber ich habe nicht so geile Waffen. Ich habe Mega-Digger, Sub-Sniper. Wobei, auch, ja gut, dadurch habe ich auch die normalen. Uzi, Phyton, wow. Ever low. Giblet. Oh Gott. Aber Carpet Bomb habe ich wieder. Double Damage und Carpet Bomb 98 Damage. Also ich mache jetzt mal nice. Auf Robbie und Strobi, Alter. Das wird jetzt. Soll ich auch auf Robbie? Dann gehen wir der Reihe nach. Wow, der ist geliebt. Einer schon raus. Ja, dann ist eh egal, auf wen wir gehen. Oder klar, auf wen wir gehen. Yo, der sitzt. Vor allem. Ist der. Schade, dass der geliebt ist, aber grundsätzlich werden jetzt 2 gegen 2. Es ist doch eigentlich schlauer, wenn wir beide auf einen gehen, oder? Weil wir können zwar. Schauen. Wir können ja beide auf Low Leben schießen, aber so gesehen. Mal ein bisschen näher ran. Aber so gesehen können uns beide immer noch Schaden machen. Das heißt, wenn einer erstmal down ist, kann doch nur noch einer Schaden machen. Hui, 32 Crit. Hui, 18. GG. Ja, so sieht's aus. Noch einmal. Oh wow. Waste gleich mal bitte dein Ding. Oder was sind Silly Balls? Ich will irgendwas unten reinkloppen, was so richtig lustig ist. Ich wollte die Uzi nehmen. Ja, das ist auch geil. Warte, ich komme auch ran. Vielleicht schaffe ich es. Ich habe auch eine Uzi. Oh, das war natürlich schlau. Okay, ich kann nicht weiter. Warte, was mache ich denn dann? Ich hau einfach die Silly Balls da rein. Das ist so unfair. Ja. Das war so fucking unfair. Der hat einfach seinen ersten Schuss gewastet und dann geliebt. Das ist echt kacke. Ich glaube, wer als letztes lebt. Also, wenn man wirklich bis zum Schluss überlebt und nicht down geht, kriegt man echt die meisten Punkte. Ansonsten davor verliert man viele Punkte dann letztendlich. Global Rank 4101. Mal gucken. Tank habe ich noch nichts. Parts. Ich kann wieder was ändern. Round. Engelt. Oh, das. Ja, komm, wir machen uns jetzt so einen coolen. Reinforced ist auch geil. So. Ah, hier, das sind die Freischaltungen, die dann noch alle kommen. Ach du, okay, da können wir noch ein bisschen spielen. So, komm, einer kann jetzt noch nachjoinen. Jetzt fahren wir ein bisschen durch die Lobby. Da ist er. Ja, weil der passt sogar mit dem Level ungefähr, ist jetzt der Beste in der Lobby. Und los geht das Tun. Letzte Runde für die Folge. Eigentlich hätten wir jetzt auch schon Schluss machen können, ja. So, wir Wen wieder. Wir, denn? Wer war eine gute Dicke, ne? Ja. Dicker der BMW. Dicke. Der dicke BMW. Erst, ich mache erstmal jetzt eine Flower, um zu gucken, wie weit ich muss. Ich mache eine Double Palm. Zu kurz. Muss nicht sein. Kommt wieder.
Oh? Springt aber raus. Also ich habe 174. Mach mal 174. Ja, ich muss nur ein bisschen weiter nach rechts, dann treffe ich, glaube ich. Ja, mach mal 174. Nee, mach mal. Nee. Du stehst ja ganz woanders. Ja, mach mal 100. Ich fahr gleich erstmal hier unten raus, weil die müssen das ja nur da hinten irgendwie eine Granate. Mach mal jetzt 174. Nee, mach mal. Doch, mach mal 174. Treffe ich dann Dicke? Ja. Okay. Theoretisch schon. 174 und das andere dann? Ja, 174. Ach so, Alter. Ja, 174 geht ja gar nicht. Okay, den, der trifft nicht. Oh, gut. 100. Ja, und 73 hatte ich. Okay, dann 74. Ich mach 73. Ha! Und ich mach mit dem Sprouter weiter. Welcher war jetzt welcher? Ach ja, meiner war. Okay. Ich dachte, wir haben erst das gleiche. Ah, der pirscht sich ran. Was haben wir denn da für den? Sawblade. Nice, 30 Damage. Macht doch 30, oder? Ja. Okay, okay. Sehr gut. Dum, dum, dum. Ich sag ja, ich will hier hinten weg. So. Das mache ich aber weniger. Machst du eigentlich immer voll und machst alles mit dem Winkel oder auch mal nicht volle Stärke? Ich mache immer mit dem Winkel. Okay. Ich nicht. Ich habe jetzt 90, 74 gemacht mit der Sawblade und hoffe, jawohl. Geht die bei dem auch noch? Ach, schade, da war sie schon vorbei. Er bleibt dahinter stehen, war das ganz schön assi. Ja, sehr gut. Holt sich Double Damage. Mhm. Dann bin ich dran. Also richtig, die Damage wurde ja noch nicht ausgeteilt. Aber jetzt gleich kommen meine Phyton. Wenn ich die Kurve behalte, meinst so. Python? Ja. Ach ja, stimmt. Ist ja nicht, ist ja nicht PH, das H ist hinterm T. Eieiei. Oh, da habe ich ein bisschen was gefressen. 70. Oh. Ich versuche jetzt mal Robbie zu quicksanden. Das klappt. Alter, wir holen direkt die Fachsprache raus. Die Phyton? Sitzt nicht, doch. Ah, wieder nur 30 und dann haut sie ab. Okay, der Flasher könnte als nächstes sitzen. Wenn er sitzt, 60, 70 Damage ist drin. Such mal einen Mega-Digger auf Robbie. Dicke darf sich jetzt nicht bewegen. Da mache ich gleich einfach zwei mehr und er ist nicht down, aber frisst gut. Sagen wir es so. Außer beide gehen auf mich und treffen mich gut. Oder nicht. Aber das haben sie ganz gut verkackt. Und ab. Oh, das war schnell eingeloggt. Jawohl, 59 Damage. Wie, wo kann er seine Weapons switchen? Das ist doch der Level 80er, der wird das ja wohl wissen. 69 ist er. Oh ja. So. Dann will ich mal was sehen von denen. Die brauchen auch so lange zum Einloggen. Ich überlege mir immer schon, was ich mache, bevor. Also während die schießen. Ich nehme die Banane gleich. Banane, Zitrone, LMAA, die Bohne. Ich habe mich übrigens gestern voll normal mit Basti unterhalten. So nebenbei mal am Rande. Ja. Oh, der grüne Trickshot durchs Portal zu mir. Yo. Oh, jawohl. Der war mir sicher nicht so geplant. Ich meine jetzt den Niedler. Aber der verteilt sich ganz schön. Einer trifft. Und den hinten sogar auch noch einer. Ja, wow, 30 insgesamt hinten. Ja, vorne glaube ich 20, hinten 10. Das habe ich natürlich nicht so eine. Also wenn die Waffe gleich crittet, hat Robbie nur noch 2 Leben. Was ist Sniper mit einer Kurve? Nein, Madbird. Sniper würde ja allein so schon 100 machen. Ah ja, ich wusste nicht, wie viel er hat. Aber Madbirds muss natürlich gut treffen, ne? Ich mach den Sweeper.
Den immer noch nicht. Was hat dich getroffen? Aber ich hab wieder eine Kurve. Kann ich Arrow machen? Oh, er ist mir genau reingefahren. Gleich eine Stärke weniger und der Arrow trifft. Weh, die hauen mich jetzt hier von meiner Kurve runter irgendwie in irgendeine Kuhle. Was ist denn das Kleeblatt? Clover. Kann halt wenig Schaden machen oder du kriegst halt bis halt One Hit Down, ne? Oh, hast ja 6 Damage gekriegt, ist ja hart. Arrow auf Dicke. Komm, das ist machbar. Ich finde, das ist echt ausgeglichen, das Spiel. Ach, Mist. Yo! Sie macht sich Geld. 80, lol. Das ist shit. Aber heftig. Ja, er ist mir genau in die Kurve gefahren. Ich muss nur noch eine Stärke weniger machen, also einmal mit dem Pfeiltasten nach unten. Und dann war's das. Mach mal Napalm jetzt da unten rein, ich hab nichts Besseres. Was ist nochmal Fleet? Diese 3 Spikes da. Ja. Oh oh. Das warst du, wenn er trifft. Ah, er trifft aber oh, nicht. Und mich. Pass auf, ich bin auch da, wenn er trifft. Okay. Napalm jetzt. Ich mach so. Ach, die sind das, okay. Aber wird knapp mit treffen. Ja, doch. Ich hab 10 gemacht. Naja. Doch. Neue Waffen wären geil. Wann kommt? 10. Runde elf. Wahrscheinlich. Ach, 11. Oh, okay. 11, 21, 31 und so weiter. Jo. Jo, ja, du hast aber Glück gehabt, obwohl das zielsuchend ist. Da war ganz schön unlucky für den. Der andere ist direkt gelieft. Ja, wir drei sind jetzt die ganze Zeit mit dabei. Wir wechseln immer nur den 4. Spieler. Gravies, trifft einer? Was? Und gerade der geht durch. Also der trifft ist so eine Kack. Ich hab nichts Gutes mehr, ich brauche eine gute Waffe. Ich hab nur noch Bounceplode, Gravies, Rain und der Spaß. Ja, ich hab Silly Balls, das endet auch nicht gut. Ja, da kriegst du 20, 30, 40 Damage. 45. Ja. Geil, neue Waffen. Jo. Und. Double Breaker, okay, für eine Cactus Strike. Ja, komm, für eine Kurve kann man das verwenden. Zack. Wieder rantasten und dann haben wir ihn hoffentlich gleich down. Ja, ein bisschen mehr gleich. Oh, das ist aber zur Seite gegriffen. Komm, gegen's Lilane und ihn treffen. Ja? Ein Kill. Ach, er war schon down. Das habe ich gerade gar nicht mitgekriegt. Ach, war mega, Digga. Ja, okay, nice. Sehr schön. Das war das. Und das war die Folge, würde ich sagen. Da haben wir ganz schön viele Punkte geerntet. Ich bin kurz vom Level ab, aber das machen wir in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, die können wir auch direkt aufnehmen, oder? Was sagst du? Ja, machen wir. Machen wir so. Dann, wie gesagt, ich hoffe, der Sound war okay. Ich gucke mir das selbst an. Wir verbessern das alles, wenn es nicht gut war. Und ansonsten verbessert ihr das. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.